Ich heiße dich recht herzlich willkommen hier bei uns im Apehänger Gemeindehaus. Mach's dir gemütlich und wir gucken uns gemeinsam den Patch 1.2 von Ray of the Hunter an. Heute am 5.12. ist es soweit, der Patch 1.2.0 von Ray of the Hunter ist rausgekommen und hat einige kleine Änderungen mit dabei. Vor allem hier für die PS5 haben wir jetzt die adaptiven Trigger, wir haben den Farbenblindmodus überall mit dabei und wir haben zwei neue Tierarten in Transsilvanien, einmal den goldenen Schakal und die Schneeschuhhasen in Nesperus Valley und es wurden neue Aufgaben auf den Campingplätzen bzw. auf den Lagerplätzen hinzugefügt für Braunbären, Goldschakal und die Schneeschuhhasen. Des Weiteren wurde im Multiplayer hinzugefügt, dass wir jetzt eine Charakterauswahl treffen können und wir können jetzt schlafen, um die Zeit vorzuspulen im Multiplayer. Es wurde jetzt auch so gemacht, dass anscheinend einsam umherziehende Hirsche auf den Karten zu finden sind. Ich bin mal gespannt, mal schauen, ob wir jemanden mal antreffen, der so einsam umherzieht. Es wurde jetzt auch die Umgebungsgeräusche optimiert. Wir haben auch das Schwanken der Schusswaffe im Jagdstand wurde reduziert und der Lebenszyklus von Wasservögeln wurde verbessert. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Spiel dann zeigen wird. Wenn wir jetzt ein Auto auswählen, dann schließt sich automatisch das Fenster dafür. Der Wind soll sich jetzt für die Schrotkugeln auswirken und der Jagddruck wurde reduziert bzw. der maximale Effekt dafür. Und bei der Mission Geschmack der Welt müssen wir jetzt nicht mehr 4-Sterne-Dachse jagen, sondern nur noch 3-Sterne-Dachse. Aber dafür müssen wir mehr an Fleischmenge sammeln und zwar jetzt insgesamt 20 Kilo. Gefühlt immer in den Patchnotes ist es zu finden, dass die Tiere nicht mehr in der T-Pose sterben sollen. Ich habe das bis jetzt noch nicht beobachtet, aber es soll jetzt auf jeden Fall behoben worden sein. Auch Rechtschreibfehler in diversen Fremdsprachen. Und die Kala-Rufe für Rothirsche waren vertauscht, das wurde jetzt behoben und der eurasische Dachs und das Reh fehlen jetzt nicht mehr im Filterabschnitt der Jagdkarte. Das sollte jetzt alles da sein und richtig. Was jetzt auch behoben wurde, ist, dass man nicht mehr unter das Gelände fallen soll in der Nähe von Yis Hütte. Und wenn wir Tiere im Wasser abschießen, dann hat das Wasser bisher immer weiter gespritzt oder hat das so einen Effekt gehabt. Das sollte jetzt behoben sein. Dann das Einheitsformat beim Nullen der Schusswaffen. Habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht so beobachtet. Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Und visuelle Umgebungsprobleme, also Clipping und so weiter, sollten jetzt auch nicht mehr auftreten. Aber schauen wir mal, ich könnte mit euch wetten, hier oder da wird es bestimmt noch ein paar Fehlerchen geben. Aber es soll laut Patchnotes behoben sein. Es gab jetzt wohl immer Staubpartikel in großer Höhe. Das sollte nicht mehr vorkommen. Auch im Fotomodus in der Bauchlage soll irgendwas passiert sein. Keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Bei mir jedenfalls. Dann die Animationsübergänge beim Positionswechsel. Das haben wir sehr wohl auch in den Streams gesehen. Und jetzt müsst ihr mir mal helfen. Jetzt bin ich echt mal auf eure Meinung gespannt. Ich konnte es nicht richtig übersetzen. Sibyl iPerk-Beschreibung. Ich meine, ich weiß, was iPerk-Beschreibung heißt. Aber ich habe den Perk nicht gefunden. Vielleicht habt ihr eine Idee, was welcher Perk dort oder welche Perk-Beschreibung dort behoben oder verbessert wurde. Schreibt es mir gerne bitte in die Kommentare. Kommen wir noch zu mehr Multiplayer-Sachen, die behoben wurden. Und zwar die Tieranimationen sollten jetzt flüssig durchlaufen, dass auch die Tiere beim Davonlaufen nicht mehr den Spieler anschauen und dass der Gamertag jetzt auch immer angezeigt wird auf der Jagdkarte, sollte jetzt sozusagen funktionieren. Des Weiteren soll auch der Spawnpunkt in Transsilvanien für die Spieler nicht mehr ineinander sein, sondern verteilt. Und da gab es wohl einen Fehler mit unendlichen Sprüngen, sozusagen so eine Sprungschleife, das sollte jetzt auch nicht mehr passieren. So, das waren die Patchnotes 1.2.0 für Ray of the Hunter. Was haltet ihr von den neuen Sachen, bzw. von den Änderungen oder die Sachen, die behoben wurden?
haut es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich jetzt schon, mit euch darüber zu sprechen. Ich habe auch einen neuen Discord-Server seit einer guten Woche. Ich packe euch den Link in der Beschreibung. Falls ihr den trotzdem sucht, findet ihr den auch in der Kanalbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn er mit drauf spawnt, weil da gibt es auch eine Rubrik für Way of the Hunter und Call of the Wild. Und da können wir gerne uns miteinander austauschen. Wir haben da auch eine kleine Galerie. Die ist noch leer, aber wartet auf viele Trophäenbilder von euch. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen. Und über ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich jederzeit. Und herzlich willkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.